Hi and welcome to our Interview Report cover story. Today we visit the cartoonist who's drawing the Interview Report cover 2019, because this is a special cover. We will have 25 years of Interview and we have a lot of topics. We have a lot of different locations, event locations from 25 years. And well, we will see how he's drawing this year's cover. So let's have a look. Titelbild, 25 Jahre Interview. Ich habe Sie angerufen, Herr Herrmann, Sie als Künstler, als Karikaturisten des diesjährigen Titelbildes, und dann waren Sie konfrontiert mit Geodäsie, Geoinformation, Building Information Management, Drohnen, Vermessung. Was haben Sie gedacht? Gut, Drohne und Vermessung, das war mir noch klar. Aber der Rest, ich wusste nicht, was es überhaupt ist. Geodäsie, noch nie gehört, musste halt natürlich sofort ins schlaue Internet gehen, um überhaupt mal zu verstehen, was das ist. Und dann war die Aufgabe, 25 Jahre Intergeo, die Standorte darzustellen. Die Messe wandert durch Deutschland seit 25 Jahren, hat internationale Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt und hat eben so ihre Themen. Und wie sind Sie da dran gegangen, um dieses Bild zu erstellen? Mir war klar, dass es, also zuerst war mir klar für mich, dass es um Deutschland geht. Es ging also mit der Skizze los. Mhm. Deutschland sollte drauf. Muss ich mir natürlich die Karte raussuchen aus dem Internet. Dann ging es weiter mit den Umrissen. Wurden dann perspektivisch verzerrt, weil es gibt ja ein Flugbild sozusagen. Mache ich mal hier weg. Ja, dann habe ich die Städte hier anskizziert oder positioniert, besser gesagt. Habe dann die erste Skizze angefertigt mit zwei, drei Männchen, noch das selbstfahrende Auto, was hier verfolgt wird. Und so sieht man es noch besser. Ja, und dann fehlt natürlich noch die Erde, um das Internationale. Ja, das Key Visual der Intergeo. Was ist das? Die Kugel, das Key Visual. Also ist wirklich so, auch okay. Gehört wieder zum ein Ausdruck Bild der Intergeo dazu. Den ich nicht kenne. So. Inzwischen sind die ja ziemlich liebevoll zu einzelnen Figürchen, Charakteren herangewachsen. Wie sind die Ihnen ans Herz gewachsen und was sind so die Besonderheiten an diesen Figürchen? Was erzählen die uns? Die sind mir ans Herz gewachsen, natürlich, kennt sie ja, ist schon ein paar Wochen. Und nur die Namen sind mir noch nicht so geläufig. Das Besondere, das liegt auch an meinem Stil, dass das einfach alles sehr detailliert ist, dass man verweilen kann, dass man sich das alles schön anguckt und Spaß hat. Ja, das ist so meine Zielrichtung, wenn ich so ein Bild erstelle. Was natürlich entsprechend aufwendig ist und Zeit braucht. Also, wie Sie sehen, gibt es dieses Jahr eine Menge zu entdecken. Nicht nur auf dem Cover des Intergeo Reports 2019 zu 25 Jahren Intergeo, sondern natürlich auch vom 17. bis 19. September in der Messe Stuttgart auf der Intergeo 2019. Und da freuen wir uns ganz besonders auf Sie. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie vor Ort den Titel dann mal ganz genau anschauen und vielleicht uns dann auch berichten, was Sie noch alles so entdeckt haben. Weil, wie Sie sehen, steckt da dieses Jahr eine Menge Arbeit dahinter und Kreativität. Und dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch für diesen interessanten Auftrag.